Ja. Damit, ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwänge, nur mal zu den Leuten. Zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Day of the Tentacle. Day of the Tentacle. Remastered. Das mal aufzuquetschen, während ich die Begrüßung mache. Mit dem Zwergfürst auf. Live auf Twitch, später in den YouTube-Parts. Legendäres Spiel, Point and Click Adventure. Ein Point and Click Adventure, was Spielegeschichte geschrieben hat. Ein Stück Gaming-Geschichte. Ja, ich glaube, wir müssen mal in die Option eingehen, mal ein bisschen gucken. Steuerung, Einstellung. Ist die Remastered klassisch? Okay. Sieht das ganz klassisch aus. Können wir das hier schon im Menü sehen? Momentan noch nicht viel anders. Okay, ich werde aber den Remastered-Modus spielen, nimm's mir nicht übel. Star Wars. Musik automatisch, klassisch. Remastered. Automatisch würde ich sagen. Spieler in Untertitel aus, Sprache Deutsch. Hol die Sprache voll mit an. Lautstärke soll ich nochmal einstellen. Ich werde es nachher nochmal anpassen, aber. Ja. Ich weiß nicht. So vielleicht. So wird gespielt. Ja. Müssen Point-and-Click Adventures funktionieren. Steuerung. Linke rechte Maustaste. Verbrauchst zwei öffnen, Inventar öffnen. Shift hervorheben, okay. Ja, stimmt, das ist die ja. Navigation, Escape. F1 ist Render-Modus wechseln, okay. Enter bestätigen. Zwischensequenz überspringen, wenn wir nicht brauchen. Okay. Die Look wählen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alles klar. Na dann, würde ich mal sagen, stürzen wir uns rein, starten wir ein neues Let's Play. Ein Stück Spielegeschichte. Dieses Stück Spielegeschichte. Day of the Tentacle. Ich habe Angst. Und bin gespannt. Auf geht's. Nein, Entwicklerkommentare, vergiss es. Nein, möchte ich nicht. LucasArts. Ich glaube nicht, dass du das trinken solltest. Es sieht ungesund aus. Blödsinn. Ich fühle mich großartig. Smarter. Aggressiver. Ich fühle mich, als könnte ich... Als könnte ich... Als... Könnte ich. Oha. Die Welt erobern. Dum, dum, dum.
Oha. Sieh mal, Hogi, ein Hamster. Genau das, was ich morgen für den Sezierunterricht brauche. Ich glaube, den brauche ich für die Bändler-Wörn. Du weißt schon, wir könnten ihm den Kopf abbeißen oder so. Hände weg von dem Hamster. Ein Freund von dir, Bernard? Er gehört dem verrückten Ed Edison. Sieht so aus, als hätte er was mitgebracht. Er ist von meinem Freund Grüntentakel. Da steht, dass Purpurtentakel zu einem verrückten Genie mutiert ist. Und dass Dr. Fred beide töten will. Oh, Schreck. Und ich dachte, ich wäre Dr. Fred und diese verrückten Edisons los. Aber ich muss wohl noch mal zurück zum Tollhaus. LucasArts Entertainment Company presents Ape of the Tentacle. Damit offiziell nochmal willkommen zum neuen Let's Play Ape of the Tentacle. Tim Schafe und Dave Grossman. Ben, Judith, Jonathan, Ron, Dave und Tim. Peter und Larry. Peter und Larry nochmal. Larry, Lea, Kyles, Sean, Jesse. Conan stand da, glaube ich, noch. Nee, Ron. Clint, Peter, Michael und Ron. Jo. Captain. Layton, Dan, Wayne, Mark, Dana, Doyle, Matthew. Ron, Eric, Fred, Michael, Peter. Tamlin und Eric. Dave, Tim, Ron und Gary schon wieder. Kommen wir bekannt von den Namen. Und Gilbert, oh, den kennen wir. Gary bin ich. War der nicht bei Monkey Island? Beteiligt. Dave, Tim. Okay, wir schwärmen aus. Laverne, du sicherst den Bereich hinter diesen Doppeltüren. Hogi, du kümmerst dich um den ersten Stock. Und ich mache hier die Kommandozentrale. Wonach suchen wir eigentlich? Wir müssen rausfinden, wo Dr. Fred die Tentakel festhält. Hoffentlich dauert das nicht lange. Ich habe morgen meine Anatomieprüfung. Und ich muss nachher noch einen Auftritt vorbereiten. Wenn ich zu spät komme, kann ich das Schlagzeug nicht testen. Wie ich Dr. Fred kenne, hat er die Tentakel in seinem Geheimlabor versteckt. Die Frage ist bloß, wo ist sein Geheimlabor? Ah ja, hier nochmal die Störung. Und jetzt würde ich mal kurz in das Optionsmenü und mal kurz Kaugummi mit Groschen drin. Okay, drücke Kaugummi mit Groschen drin. Zieh Kaugummi mit Groschen drin. Benutze Kaugummi mit Groschen drin. Schau an Kaugummi mit Groschen drin. Nimm Kaugummi mit Groschen drin. Abbrechen. Öffne Kaugummi mit Groschen drin. Schließ Kaugummi mit Groschen drin. Gib Kaugummi mit Groschen drin. Okay. Die typisch, die wir schon aus Monkey Island kennen. Ausweichen, ja. Ich würde mal sagen, gib. Okay. Dann. Schau an, Kaugummi mit Groschen drin. Pfefferminz, meine Lieblingssorte. Es klebt am Boden fest. Es klebt am Boden fest. Dann zieh. Es klebt am Boden fest. Tja. Es klebt am Boden fest. Tja, was tut es denn? Kaugummi schließen?
Das ist ohne Papier. Okay, dann hätten wir, glaube ich, alles ausprobiert. Damit. Sekunde, ich mache noch mal kurz ein bisschen. Ist mir noch nicht ganz. Guck die Chuck die Pflanze. Ein gartenbaulicher Albtraum. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Haha. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Die fasse ich nicht an, die hat Stacheln. Alles klar. Ich dachte, mit Space können wir. Okay, mit Space öffnen wir das Menü. Okay, Sekunde. Shift, okay, Shift war's. Hier können wir Objekte hervorheben. Ich habe mal eine Provozierklinge. Es ist auf dem Tisch festgeschraubt. Ich glaube, das muss man drücken. Okay, das bringt nichts. Telefon. Sieht kaputt aus, aber da ist irgendwas im Mündschacht. Groschen. Wir haben was im Inventar. Textbuch und Groschen. Das Chicagoer Handbuch für den thermodynamischen Fluxkompensator. Großartiges Buch. Ja. 1952. Außer Betrieb. Hätt's gedacht. Das ist unterschrieben. Hier ist dein EPA-Geschenk. Mach weiter so. Hallo von Mami. Ronny 83. Ja. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Gesichert. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Ich sollte damit nicht rumspielen. Vielleicht ist es gesichert. Okay, was haben wir hier noch alles im Eingangsbereich? Ein Kaktus, den wir schon angefasst haben. Eine Plastikkratzer. Und die Türen. Ein Fenster. Der Zettel. Sieht nach einem Informationsstand für Touristen aus. Aha. Es ist nicht zum Mitnehmen da. Hast du ja schon mitgenommen. Es ist aus Georges Haushaltswarenladen. George sagt, dass jeder Amerikaner einen Staubsauger im Keller haben sollte. Ja. Plastikkutze. Wie ist denn das da oben hingekommen? Was irgendwie runter. Da komme ich nicht dran. Das ist schade. Da komme ich nicht dran. Sehr, sehr schade. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Ich gehe hier nicht weg, bevor ich die Tentakel gefunden habe. Okay. Ich kann nicht durch das Schild im Fenster schauen. Es ist schon kalt genug. Es ist schon kalt genug. Jetzt hustet er schon wieder um. Es ist schon kalt genug. Okay, das Schild. Laborassistent gesucht. Fleißige Aushilfe gesucht, die Genie bei Experimenten hilft. Abitur nicht erforderlich. Ja. Schild mitgenommen. Da knackt gerade einer ein Auto. Ja. Es ist schon kalt genug. Okay, die Tür, durch die Tür kann man nicht. Verdammt. Ich bin es gewohnt, dass man mit Leertaste die
Hotspots hervorheben kann. Eine Pendeluhr, bevor wir durch die Türen gehen. Guck ich mir die Pendeluhr an. Irgendwas stimmt nicht mit dieser Uhr. Tickt nicht mehr richtig. Aha, ein Geheimgang. Das ist fast schon zu einfach. Nachbarschaft freigeschaltet. Strafregister eindringen. Oha. Ich konnte nicht durch die Tür durch. Laverne, wie bist du nach oben gekommen? Ich bin oben? Ups. Hast du Tentakel gesehen? Was sind Tentakel? Oh, nur etwas, das ich in meiner Freizeit erfunden habe. Gute Tiere eigentlich. Bis einer von ihnen versuchte, die Welt zu erobern. Ich musste die beiden im Keller fesseln. Gut, dass sie uns das gesagt haben. Ja, Bernhard wollte, dass wir sie befreien. Zum Glück seid ihr nicht so blöd. Sagtest du Bernhard? Ja. Okay, ihr seid frei. Danke, Bernhard. Ja, danke, du naiver Mensch. Jetzt bin ich frei, um die Welt zu erobern. So glücklich sind die nicht. Warte. So naiv. Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Er ist unglaublich böse, oder? Ich versuche ihm das auszureden. Ach, welchen Schaden könnte ein verrücktes, mutiertes Tentakel schon anrichten? Ja, was könnte da schon passieren? Verdammter Mist! Dr. Fred! Was hast du diesmal wieder gemacht, du neugieriger Milchtoast? Jetzt ist Purpur-Tentakel frei und kann seine Macht benutzen und die Welt erobern, um die Menschheit zu versklaven. Ups. Die einzige Hoffnung ist jetzt, meine Matschmaschine auszustellen und zu verhindern, dass das Mutagen in den Fluss gelangt. Ist es nicht ein bisschen zu spät dafür, Doktor? Sicher. Deswegen müssen wir es schon gestern machen. Ab zur Zeitmaschine. Aha. Das ist alles deine Schuld, Bernhard. Achtung, Kinder, der Kron und John. Doc, kannst du Bernhard nicht alleine schicken? Nein, ihr müsst alle gehen, um die Chance zu erhöhen, dass wenigstens einer überlebt. Sind schon mal irgendwelche Leute hier drin verletzt worden? Natürlich nicht. Das ist das erste Mal, dass ich es mit Menschen ausprobiere. Ups. So weit, so gut. Back in time. Bernhard, komm her, damit ich dich schlagen kann. Das muss dieses Woodstock sein, von dem Mutti und Vati immer reden. Was soll das alles bedeuten? Ich weiß nicht, ich will es nicht wissen. Gartenschwester mit Uhr. Ein böser alter Tentakel. Wir werden das gestern wohl nicht erleben. Ich bin mir sicher, Dr. Fred hätte das nicht getan, wenn es nicht sicher wäre. Schließlich ist er ein Doktor. Es funktioniert. Ich kann es nicht glauben. Ha, und da sagt man, ein imitierter Diamant würde nicht reichen. Oh, oh. Tja, Mist. Die Old Old House. Aha. Ich hätte doch nicht diese Billigjuwelen aus dem Katalog bestellen sollen. Was ist mit Hoagie und Laverne passiert? Ich wusste, ich hätte einen richtigen Diamanten kaufen sollen. Leben Sie noch? Laut meiner Anzeige ist der Dicke 200 Jahre in der Vergangenheit gelandet. Und oh, die andere hängt 200 Jahre in der Zukunft. Oh, na los, bringen Sie sie zurück. Werde ich ja, sobald ich einen neuen Diamanten habe. Dann müssen deine Freunde nur noch ihren Chrono John anschließen und... Anschließen?
Wo soll Hoagie denn eine Steckdose finden? 200 Jahre in der Vergangenheit. Tja, nun, er braucht wohl meine patentierte Superbatterie, was? Tja, aber wo habe ich die Pläne dafür nur hingetan? Na, das kann ja... Wie sollen wir Hoagie denn die Pläne schicken? Stör mich nicht mit Details, Junge. Hilf mir, die Pläne zu finden. Sie sind hier irgendwo. Also, was soll ich jetzt machen? Ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt. Erstens, Pläne finden. Zweitens, Welt retten. Drittens, raus aus meinem Haus. Los geht's! Das kann ja nicht so schwer sein. Toilette. Leer. Puh, ich bin überrascht, dass ich da lebend rausgekommen bin. Ohne Diamant ist das Ding nutzlos. Wir müssen einen Diamant suchen. Ich will nicht ausgesperrt werden. Ah ja. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Ich kann ohne einen neuen Diamanten nichts machen. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ja. Keine Chance. Okay. Was können wir hier machen? Nicht viel. Also Versuchsschutz-Tabelle, Groschen-Textur. Können wir den Groschen irgendwo reinstecken? Besser nicht. Ja. Ich will nicht noch mehr anstellen. Ich will nicht noch mehr anstellen. Ich will nicht noch mehr anstellen. Okay, dann nicht. Vielleicht habe ich sie oben. Das ist es. Sie sind oben. Okay, ich habe eine andere Maschine, die wir anstellen können. Ein Hamstergenerator. Sieht aus wie ein Generator, angetrieben von einer Tretmühle. Ich glaube, das Ding läuft besser mit etwas wie einem kleinen Nagetier. Wir brauchen ein kleines Nagetier. Ich glaube, das ist der Hebel für die Matschmaschine. So, nun ist sie aus, aber es ist schon zu spät. Warnung, der Abfall aus diesem Gerät ist hochgiftig und kann bei Genuss Illusionen hervorrufen. Ah ja. Warnung, Matschmaschine 3000 nicht anfassen. Warnung, Matschmaschine 3000 nicht... Warnung, Matschmaschine 3000 nicht anfassen. Okay. Das ist eine To-Do-Liste. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Zu tun. Es ist Dr. Fritz' Plan für die Superbatterie. Sie ist in der Lage, 1 Gigavolt zu speichern bei einer Ladezeit von 0,1 Sekunden. Wow. Na, dann wollen wir mal. Raus aus diesem Raum. Juhu, Aha, Dr. Fred. Raus. Jetzt können wir mal hier reingucken. Oha. Wen soll ich anrufen? Modernes Design, stabile Konstruktion, attraktiv. Alles in allem ein schönes Telefon. Modernes Design, ja. Okay, ich weiß, dass das Spiel von 1990 Schlag mich tot ist. Ich habe dazu jetzt keine Zeit, ich bin auf einer Mission. Sogar 110 würde sich nicht um dieses Problem kümmern. Das steht da gut.
Okay, Schweizer Sparbuch. So muss das. Ha, Dr. Fred hat noch einen Pfennig. Geschlossen. Können wir es öffnen? Und reingucken. Der Bags klauen. Junge, die Edison sind eine ziemlich hässliche Familie. Diese Leute möchte ich nicht in meiner Tasche tragen. Ein Star Wars Kalender. Wow, aus meinem Lieblingsfilm. Ich habe davon 3 Stück zu Hause. Besser, ich lass das mal. Nein, für Star Wars dürfen sie Werbung machen. Das ist ja LucasArts. Ich hoffe, es sieht niemand zu. Ich sehe auf Video so blöd aus. Ja. Das ist zu groß, um es den ganzen Tag rumzuschleppen. Warum sollte ich das machen? Okay, was können wir noch machen? Bild anschauen. Sieht aus, als ob Dr. Fred eine gepuderte Perücke trägt. Irgendwie hübsch. Aber ich bin froh, dass er seinen Haarverlust akzeptiert hat. Das will ich nicht. Oha, ein Safe. Der Safe ist geschlossen. Ich kenne die Kombination nicht. Weiter geht es nicht. Ich kenne die Kombination nicht. Okay, und raten können wir nicht. Na dann. Keine Säcke vor der Tür. Ja. Gehen wir jetzt vielleicht mit etwas aus dem Inventar. Besser nicht. Ich habe das Gefühl, wir brauchen. Besser nicht. Wir wollen irgendwann noch einen zweiten pushen. Besser nicht. Ich glaube nicht, dass das in Weiß besser aussieht. Das ist gegen das Gesetz. Alles mit einem kombinierten Komponenten. Besser nicht. Okay. Besser nicht. Okay, besser nicht. Oh,